war das nicht in der USA und das war irgendwie Credit Back Mortgages oder Subprime Mortgages. Das hatte dann halt mit dem Häuser zu tun und dass die da die Häuser verkauft hatten oder nicht verkauft hatten, aber wie war das denn? Also soweit ich weiß, wurde sie ausgelöst durch eine Immobilienblase in den USA. Menschen haben zu erleichterten Bedingungen Kredite bekommen. Die waren aber gar nicht solvent letztendlich. Die konnten die Kredite nicht zurückzahlen für die Häuser. Also durch die USA, die Leuten Krediten vergeben haben, die eigentlich nicht diese Bonität hatten, die sie haben sollten. Griechenland, so wie man es heute hört, war eben schon in einem Art wankenden Stadium. Der Staatshaushalt war nicht sauber, war nicht ausgeglichen. Und wenn es dann natürlich zusätzliche Krisenerscheinungen gibt, dann kommt ein Staat natürlich arg ins Wanken. Und das ist, glaube ich, bei Griechenland der Fall gewesen. Ich habe mitgekriegt, dass zum Beispiel Griechenland eine Krise hatte. Das habe ich alles mitgekriegt. Aber wie das dann zusammenhang, habe ich ganz ehrlich keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich auch, weil wir... Weil diese Banken einfach auch mit diesen Paketen zu tun hatten. Also mit diesen Banken aus der USA und dann so wie reinrutschten in das Ganze, denke ich. Ja, das kann ich jetzt, ja. Oder?